Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Der Titel der heutigen Sendung: Aquascaping gegen die PlayStation. Die Zukunft des Hobbys Aquascaping. Und dazu haben wir am Telefon Oliver Knott. Hallo Oliver. Hallo Oliver. Ja, so passt das ja wieder. Zwei Ollis am Apparat. Genau so ist es. Erstmal ein bisschen was zu dir. Wer genau bist du? Was machst du? Mein Name ist Oliver Knott und ich bin hauptberuflich Aquascaper. Neben anderen Tätigkeiten, die ich noch so mache. Und ich richte eigentlich Aquarien ein. Ich plane Aquarieneinrichtungen. Ich pflege sie auch und unterstütze auch den Fachhandel mit meiner Tätigkeit. Das ist so grob das, was ich mache. Und das hauptberuflich mache ich das seit 2001. Aber gelernt habe ich mal Beruf als Zoofachverkäufer 1988, also es ist jetzt schon 25 Jahre her, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wo ich in diesen Beruf eingestiegen bin, und so hat sich das dann entwickelt bis zu einem Aquascaper, wenn man das mal jetzt so nennen kann, wenn wir schon bei dem Thema sind. Dann bist du ja auch genau der richtige Ansprechpartner für unser Thema, denn Aquascaping ist ja eines der wirklichen Trendthemen in der Aquaristik. Warum ist es eigentlich, oder ist es überhaupt, muss man wahrscheinlich erst fragen, wenn ja, warum ist es cool, ein Aquascaper zu sein? Ja, es bringt ein bisschen frischen Wind in das Hobby Aquaristik. Also ich finde, Aquarium, Aquaristik hat so ein bisschen angestaubten Charakter, und Aquascaping hört sich ja schon mal ein bisschen interessanter an. Und das Spannende ist natürlich man kann sich da verwirklichen in relativ kleinen Maßen auch. Man muss nicht immer gleich ein 1000 Liter Aquarium haben. Und so kann eigentlich jeder, wenn er ein bisschen gestalterische Freiheiten sich rausnehmen möchte oder wenn er halt ein paar Ideen hat, kann er sich da verwirklichen. Und die Grenzen sind eigentlich, es gibt eigentlich keine Grenzen, das ist das Gute wieder bei der Geschichte. Und wenn wir jetzt auf das Thema der heutigen Sendung gehen, die Kids von heute, die stehen ja doch mehr auf PlayStation und iPhones. Also bei iPhone gebe ich es zu, bei PlayStation gebe ich es bei mir auch nicht zu, bin auch nicht mehr echt ein Kid. Aber wie ist überhaupt so der Platz für reale Aquarien? Was bietet die Aquaristik, was ein iPhone, was die PlayStation, was sonst irgendwas nicht kann? Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, muss ich auch zugeben. Also wenn ich mich heute an der PlayStation sitze, dann habe ich wahrscheinlich keine Chance. Ich bin aber damit auch aufgewachsen, muss man auch sagen. Ich war auch ein kompletter Freak, PlayStation 1 oder sowas, das ist ja schon was fürs Museum. Und ich kann da eigentlich das noch relativ gut abschätzen. Und ich finde halt, die reelle Welt, also das ist ja alles virtuell, wo wir uns da bewegen, und es wird ja immer virtueller, ist dann doch nochmal ein Stück unberechenbarer und auch vielleicht nochmal ein Stück interessanter. Also so ein Aquarium, so ein bisschen Natur, ist eigentlich ein wunderbares Gegenstück zum digitalen Chip, ne? Und ich denke mal, dass das in Zukunft auf jeden Fall ein guter Gegenpol werden wird. Man muss jetzt natürlich das ein bisschen besser verpacken, das muss ich zugeben, weil die Industrie, sei es jetzt Handy oder Spieleindustrie, die hat natürlich die ganze Ausnahmemaße angenommen. Und da träumt natürlich die Aquaristikindustrie davon. Also wenn die da Promo machen für ein neues Spiel, da ist schon mal das ganze Jahresbudget von der ganzen Aquaristik dahin. Ne? Was heißt denn für dich cooler verpacken? Ja, Design, der Auftritt nach außen, dann natürlich auch irgendwo diese neuen Medien müssen viel mehr genutzt werden, die halt jetzt auch, wenn ich jetzt iPhone jetzt nehme, also oder halt Facebook, diese ganzen Communities, wo sich die jüngeren Zuhörer aufhalten, aber ich auch inzwischen, die müssen viel aktiver genutzt werden, um einfach auch aufmerksam zu machen, hey, guck mal, was ist denn das? Das ist jetzt kein Bildschirmschoner, sondern das ist vielleicht ein echtes Aquarium. Ja? Und mal die Einschätzung. Yeah. Das finde ich gut, das ist kein Bildschirmschoner, das ist echt. Aber ja, das ist echt, ja. Wahrscheinlich gibt es das im realen Leben, ne? Ja, wahrscheinlich schon. So, wenn man Kinder fragt, wo kommt die Milch hier, ja, aus dem Kaufhaus. Ja. Das kommt ja auch ungefähr auf das Gleiche.
wo wir bei dem Wort cool sind, welche wirklich coolen Aktionen kennst du denn oder weißt du derzeit, die denn den jungen Leuten die Aquaristik oder vielleicht sogar das Aquascaping wieder näher bringen? Ja, also es wird halt jetzt viel gemacht in diesem Nanobereich oder in, sagen wir mal, Aquarien, wo, sagen wir, bis 50 Liter. Da ist jetzt die Industrie, also die Aquarienhersteller verschiedener Art, werden jetzt immer aktiver und die spielen jetzt natürlich auch dieses Garnelenthema an, wo das einfach ein interessanter Einstieg ist, wo, sagen wir mal, ohne Fische, aber natürlich mit Tieren, in diese Aquaristik einzusteigen. Und das sind viele, die wissen das ja gar nicht, dass es noch was anderes gibt wie Fische im Aquarium, ne? Also Schnecken, Garnelen, solche Sachen, und da in der Richtung wird doch relativ viel getan im Moment. Und es wird natürlich jetzt versucht, in letzter Zeit, jetzt sowieso, um die Jahreszeit, also jetzt kommt dann die Aquaristikzeit mit vielen Aquascaping-Shows und Livescaping auf Messen oder in Geschäften. Jetzt wird da natürlich versucht, da ein bisschen aufmerksam zu machen. Also wenn ich jetzt 10 Jahre zurückdenke, da war eigentlich nicht viel. Da wurde halt gezeigt, wie man ein bisschen Mulm absaugt im Aquarium, ein bisschen Staub saugt. Und das war dann die große Aktion. Und heute wird halt versucht, den Leuten live zu veranschaulichen, wie ein Aquarium eingerichtet wird. Ich bin ja da auch mit ein Vorreiter gewesen. Also ich habe das ja auch mehr oder weniger mit erfunden, will ich nicht sagen, aber ich war einer der Ersten, der vor großem Publikum Aquarien eingerichtet hat in Deutschland. Und jetzt kann man das eigentlich schon sagen, dass es so deutschlandweit in jedem Eck auf jeden Fall irgendwo was stattfinden wird dieses Jahr, so wie es aussieht. Also nicht nur mich, also ich kann mir ja nicht 5 teilen. Es gibt ja inzwischen noch andere selbstständige Aquascaper oder Hobby-Aquascaper, die können das einem, dem Publikum auch beibringen, sozusagen. Man hört ja immer wieder, dass die Aquaristik ausstirbt und junge Leute doch lieber, wie wir schon sagten, PC, Playstation oder sonstiges machen möchten. Stimmt das eigentlich wirklich? Stirbt die Aquaristik aus? Also ich, wenn ich meine Entwicklung sehe, eigentlich nicht, wobei ich ja auch international tätig bin, und da kann ich eigentlich auch mal sehen, dass der Trend eigentlich europaweit oder weltweit ist. Ich will es mal so sagen, da wo was gemacht wird, da wo Aquaristik gelebt wird und auch mit Emotionen rübergebracht wird, da stirbt die nicht aus. Da wo sich eigentlich nur hingesetzt wird, sagen wir jetzt im Fachhandel und so nach dem Motto, ich richte mal ein Aquarium ein mit so einer Schatzkiste und dann warte ich mal, dass die Leute kommen, da hat man schlechte Karten. Und da ich ja ein Kind aus dem Fachhandel bin und es auch immer versucht, die Fahne hochzuhalten, ist es ganz wichtig, Aquaristik auch live zu erleben. Also durch die ganzen Internetplattformen, die es jetzt gibt und Foren, alles Mögliche, kriegt man natürlich wunderbare, schöne Beispiele, Bilder und Videos gezeigt. Aber es ist nochmal ein kleiner Schritt mehr, wenn man im Fachgeschäft steht und so ein Aquarium live sieht. Und das beweisen auch die Besucherzahlen von Messen, von so Fachmessen. Oder wenn man in die Zoos geht, die Aquarien sind voll meistens mit Leuten, weil das einen ganz anderen Eindruck macht. Und deswegen glaube ich, dass die Aquaristik nicht stirbt, aber man muss viel dafür tun. Also das ist schon wichtig, sonst spiele ich dann mit meinem iPhone an meinem virtuellen Aquarium in 10 Jahren. Wäre natürlich schlecht, aber ich tue mein Bestes, um das zu verhindern. Wenn ich jetzt mal an meine Schulzeit zurückdenke und überlege mir jetzt irgendwas, 5., 6. Klasse, der eine sitzt da und sagt, nö, mein Hobby ist Aquarium und der nächste sagt Playstation. Mhm. Kann ich mir fast vorstellen, was passiert. Vielleicht bin ich da jetzt auch voreingenommen. Was müsste man denn machen, damit das, was ich jetzt nicht sage, was vielleicht passiert, nicht passiert, damit das Hobby Aquaristik doch noch wieder sexier, wieder ja, besser, mehr in wird? Ja, also ich bin ja jetzt auch stolzer Vater von 2 Kindern. Mein Jüngster ist jetzt gestern eingeschult worden und da liegt natürlich erstmal die Basis. Also irgendwo gibt es eine Vorbildfunktion. Ne? Und wenn der Vater oder wenn einfach die Eltern ein bisschen gegensteuern und auch vielleicht sich mal ein Aquarium anschaffen und auch mal einfach zeigen, hier, das ist auch noch interessant, da ist schon mal ein Grundstein gelegt, aber das reicht noch nicht. Also ich muss
versuchen auch diese Medien, wie jetzt zum Beispiel eine App für Aquarien, wann füttere ich meine Fische oder hey, wann muss ich Wasserwechsel machen oder irgendwie eine Geschichte ausnehmen. Also diese Medien muss ich unbedingt mit reinnehmen, auch in Zukunft. Sonst tue ich die komplett praktisch, also diese Interessensgemeinschaft, die sich da in diesen Sphären bewegt, einfach ausschließen. Und das reicht jetzt halt nicht, wenn ich eine Community habe über Facebook, sondern ich brauche da auch ein bisschen modernere Sachen. Und ich denke halt einfach, dass man versuchen muss, diese digitale Welt ein bisschen mit einfließen zu lassen in die Aquaristik. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber ein kleines Beispiel kann ich ja geben. Ich hatte mal vor 3 Jahren auf einer Messe in Hannover, habe ich einen Fernseher, hat einen Flatscreen hinter ins Aquarium gesetzt und das als digitalen Rückwand benutzt. Also ist die Sonne aufgegangen und dann kamen die Wolken. Und solche Gimmicks muss man sich in Zukunft einfallen lassen. Ich habe da auch schon einiges im Petto, in der Planung, in meinem Kopf. Also ich will da jetzt nicht zu arg vorausbrechen, aber man muss einfach versuchen, das, was die digitale Welt hergibt, auch ein bisschen mit der Aquaristik zu vernetzen und auch diesen Wow-Effekt auch noch mit rüberzunehmen. Also ja, das ist jetzt mal so ein bisschen überschwänglich meine Vision. Oliver, dann gehen wir doch jetzt mal direkt ins Thema. Ist wahrscheinlich zu viel, um das innerhalb einer Sendung zu machen, aber mal ganz kurz. Ich lege jetzt meine PlayStation weg, die ich zwar nicht besitze, aber ich tue mal so und habe ja gar keine Ahnung davon, wie ich mir jetzt die Hände nass mache, ob ich es überhaupt mache. Wie würde ich denn überhaupt anfangen, wenn ich keine Ahnung von nichts habe? Ja, da schließt sich jetzt natürlich der Kreis mit unserem iPhone. Und mit der PlayStation kann ich da natürlich auch schon online gehen. Also erst kann man sich natürlich mal ein paar schöne Portale angucken, um sich mal auf diesem Niveau zu informieren, wo man sich gern begibt, ne? Und dann würde ich echt versuchen, mal einen Händler in der Nähe ausfindig zu machen, um mir das mal live anzugucken. Wie sieht das eigentlich aus? Hey, wie groß ist denn so ein Aquarium? Kann ich auch ein kleines nehmen oder so? Also ich würde echt mal versuchen, mich da in diese Welt mal erst virtuell zu begeben. Weil ich kann die Leute, also gerade die jungen Leute, die fast sich die sind in den Mediamarkt gehen, um ein neue Steuerknüppel zu kaufen, die kann ich jetzt nicht sagen, jetzt geh in ein Zoogeschäft und dann lass dich begeistern. Und da haben wir ja wieder die Problematik, dass wenn sie dann irgendwo reinkommen und da ist nicht, sagen wir mal, der Knaller, dann sind sie vielleicht auch enttäuscht. Und deswegen würde ich mich versuchen, da mal ein bisschen zu informieren und dann gibt's, wie gesagt, der Einstieg ist halt heute wirklich diese Nano oder diese kleinere Aquaristik, weil es auch finanziell irgendwo in einem Rahmen ist, wo sich auch junge Leute leisten können. Und wenn sie ein 20-Liter-Aquarium mal mit ein bisschen Moos bewachsen und ein paar tollen Garnelen, das ist eigentlich ein super Einstieg und der passt halt auch überall rein. Also ich spreche jetzt junge Leute, auch 16-, 18-Jährige, aber es sind ja auch noch 22-, 23-Jährige. Also das kann man ja sehr, sehr weit aus den, also jemand, der gerade ausgelernt hat und einen neuen Job an oder in die erste Wohnung zieht, bei dem passt so ein 20 Liter Aquarium oder 30 Liter Aquarium eigentlich überall hin und bildet manchmal einen tollen Ausgleich, wenn man nach Hause kommt, ist gestresst und sagt, hey, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr hier auf Facebook und schon wieder rumchatten, jetzt fütter ich mal meine Garnelen und mache da vielleicht mal einen kleinen Wasserwechsel. Also so ist es auch in Asien. Deswegen ist in Asien diese Aquaristik eigentlich doch relativ beliebt, weil die einfach nicht, die sind so berieselt. Ich spreche jetzt mal zum Beispiel von Japan. Überall sieht man Handys, überall ist man digital beeinflusst und dann sind die manchmal froh, wenn sie nach Hause kommen, alles abschalten können und nur noch das Aquarium haben, wo sie sich ein bisschen rein versetzen können. Ne? Also und so auf der Art würde ich einfach mal anfangen. Also was von der Idee her. Oliver, was sind denn deine nächsten Projekte? Ja, ach Gott, da gibt's so viele. Ich bin dieses Jahr, fliege noch nach Barcelona auf eine Messe. Dann da richte ich Aquarium live ein, haben wir es ja wieder. Zum Aquascaping. Dann fliege ich nach Chicago, das ist sehr aufregend auch für mich. Also Amerika ist ein Riesenkontinent und die haben eine ganz andere Aquaristikkultur. Und da bin ich in Chicago eingeladen, da halte ich auch 2 Vorträge.
Das ist jetzt mal so die spektakuläreren Sachen. Und dann gibt es natürlich dieses Jahr noch einiges an privaten Projekten und auch kleinere Messen in Deutschland. Also vom Kunden-Aquarium bis hin zum Live-Aquascaping in Amerika vor interessierten hoffentlich im Publikum ist. Also alles dabei noch dieses Jahr. Und nächstes Jahr geht es eigentlich genauso weiter. Und man sieht ja eigentlich auch, dass man mit diesem Hobby, oder es ist bei mir ein Beruf, doch auch sehr rumkommen kann, wenn man ein bisschen flexibel ist in der Richtung. Also, weil, wie gesagt, es ist ein weltweites Interesse, oder Aquaristik gibt es überall auf der ganzen Welt. Nur wird sie manchmal woanders praktiziert, aber die Probleme, in Anführungsstrichen, die wir hier jetzt auch heute vielleicht ein bisschen diskutieren, sind eigentlich überall. Das heißt, die iPhones und mobilen Playstations und wie sie auch alle heißen, die sind auf dem Vormarsch und die wird man nicht stoppen können. Das wird ja immer mehr. Jetzt muss man wieder einen Gegenpol setzen und die Stück Natur nach Hause holen. Und in Großstädten, wo es vielleicht alle 200 Meter ein kleines Bäumchen gibt, da sind die Chancen natürlich noch größer, weil man einfach da versuchen muss, sich so ein bisschen runterzuholen. Oliver, hast du zum Schluss denn noch einen guten Tipp oder einen Rat, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also da ich ja inzwischen auch schon fast, wenn ich das mal so ausdrücken kann, ein Facebook-Junkie geworden bin. Vor 2 Jahren konnte ich mir das noch gar nicht vorstellen. Denke ich halt, aber es ist einfach mal ganz gut, wenn man sich mal einen Tag oder von mir aus 2 Tage in der Woche nimmt, wo man sagt, hey, ich gehe jetzt mal davon aus, man hat vielleicht ein Aquarium zu Hause und man sagt, hey, was weiß ich, Freitagabend Handy aus oder Internet aus, heute keine Lust, ich kümmere mich mal ein bisschen ums Aquarium, mache mal einen kleinen Wasserwechsel. Und man merkt dann schon, dass es diese Abwechslung, weil man muss ja wirklich auch was machen, ne? Man muss ja einen Wasserwechsel machen, man muss ja die Scheiben putzen, man muss vielleicht mal den Filter sauber machen und das nicht vielleicht irgendwo mit ein paar Credits kaufen im Internet, sondern man muss es wirklich machen. Also ich betreibe jetzt halt ein bisschen, ne? Also wir sind jetzt mal in der Zukunft. Aber ich denke mal, einfach sagen, okay, wenn ich ein Aquarium habe schon, muss ich da genauso Priorität setzen, als wie meine Pflege, meine Freunde in meiner Community. Weil die Leute, denke ich, tun heutzutage viel, natürlich von der Zeit, nehmen wir mal an, im Internet 10 bis 15 Stunden in der Woche, ist glaube ich nicht übertrieben, manchmal. Und wenn es darum geht, dann ein Aquarium zu pflegen oder ein bisschen sich drum zu kümmern und dann sagt eine halbe Stunde in der Woche fürs Aquarium, dann wird man natürlich auch mit einem tollen Ergebnis belohnt. Und das will ich eigentlich vermitteln. Das heißt, wenn ich mich auch ein bisschen ums Aquarium kümmere, also so wie ich mich vielleicht in meinem Netz rumtreibe, dann habe ich mindestens genauso viel Erfolg damit wie ich oder andere Aquascaper. Das ist mal weit ausgeholt, was ich da mitteilen wollte. Aquascaping versus PlayStation, die Zukunft des Hobbys. Oliver Knott, vielen Dank für dieses wirklich spannende Interview und den kleinen Ausblick in die Zukunft. Dankeschön. Danke ebenfalls. Tschüss. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows.